Wie wichtig, denken Sie, sind Ranglisten? Ich denke, Ranglisten sind schon wichtig, weil Ranglisten geben Orientierung. Ja, man kann sich mit anderen messen. Die Konsumenten, die Gäste haben eine Orientierung über die Platzierung der Hotels. Es ist vielleicht nicht entscheidend, ob ich jetzt 9. oder 10., 25. oder 26. bin. Aber es ist doch entscheidend, wo sehe ich mich im relevanten Umfeld und auch an wem kann ich mich orientieren. Ranglisten geben in alle Bereiche hinein Orientierung. Inwiefern würden Sie sagen, ja, das ist der Schlüssel für die Zukunft oder ist es vielleicht noch was ganz was anderes, das man noch gar nicht bedacht hat? Ich denke, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, das sind zwei Themen, die werden die Hotellerie und jedes Unternehmen erreichen, ob sie wollen oder nicht. Also es gibt keine Entscheidung für oder gegen Nachhaltigkeit, für oder gegen Digitalisierung. Beides sind ja Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren Bahn gebrochen haben. Und der Einzelne hat aus meiner Sicht überhaupt keine Möglichkeit, sich diesen Entwicklungen zu entziehen. Und solange Sie Prozesse gestalten können in diesen Bereichen, sollten Sie das tun. Wenn Sie privat verreisen, was kommt als erstes in den Koffer? Laptop. Wenn Sie an der Hotelbar sitzen, was bestellen Sie? Da ich ja nun kein Alkohol trinke, ist für mich die Auswahl kleiner. Ein Cocktail ohne Alkohol.